Morgen ist Halloween. Seth, wie sieht's bei dir aus? Ich suche noch einen Weg rein. Die nördlichen Türen sind versiegelt. Bei dir? Case und ich sind hab ich auch Licht? Südtür, Nebeneingang. Nein. Sieht aus, als ob hier vor kurzem jemand durch ist und den Lastenaufzug benutzt hat. Die Kette ist kaputt. Nee. Kein Licht. Okay, Masken auf. Moin Mia, halli, hallo. Ne? Alles in Butter. Ja, weißt du, er quetscht sich durch und ich muss die Tür noch aufmachen. Lass mich. Geh weg. Ja. Bei mir ja, aber Toffel ist zu weit weg von mir. Ja. Ja, das ist der Nachteil, ne? Das ist der Nachteil. So, jetzt mal die Maske kaputt. Und da sieht das jetzt ein bisschen stinkig aus. Alles okay, aber ich habe vielleicht was Fieses eingeatmet. Meine Maske ist beschädigt, ich bin kompromittiert. Erste. Nun, du lebst noch. Das ist doch was. Seth und ich suchen einen anderen Weg nach unten. Ich sag Bescheid, wenn wir drin sind. Such du einen Eingang zur Biotechnologie. Mach ich. Ich glaube, ich bin da. Sei vorsichtig. Alle, die... Versuch weiteren Kontakt zu vermeiden. Was auch in der Luft ist. Wir wissen nicht, wie viel von der anderen konsumiert ist. Oh. Oh, geil. Das erinnert mich ein bisschen an Batman Arkham Asylum. Unten, wo das Level von Scarecrow ist, wo man das Halluzinogen einatmet. Das fing auch so abgefuckt an. Könnte lustig werden. Wobei die Mannequins oder Dummies aussehen wie bei iRobot. Ich hoffe, die bleiben tot. Oh, ja, geil. Halluzinogen. Juhu. Juhu. Geh hier raus. Okay, jetzt muss ich dann doch hier rum. Was war das? Achso, drüber hüppen. Boah, da wird er mir ganz duselig. Ja, was ein bisschen komisch ist. Seit ein paar Tagen ist mir abends immer ein bisschen schlecht. So auch heute. Naja, also irgendwie schlecht vor Hunger will ich nicht sagen, aber wenn der Magen leer ist, ist mir ein bisschen... So, jetzt habe ich gerade was gegessen. Aber mir ist immer noch ein bisschen blöd. Und wenn ich das hier so sehe, wird mir noch mehr blöd. Not nice. Ah, hier, da haben wir doch was. Oh nein, ihr bleibt tot. Ihr bleibt tot. Bitte. Ja, klar. Zombies. So. Okay. Dann wissen wir ja jetzt, wie sie das hier rechtfertigen, dass da Zombies dabei sind in dem Spiel. Aber ich dachte, es wäre nur Multiplayer. Ist vielleicht nur eine Einführung hier. Lampe wäre ja schon cool, ne? Erstmal. Nein, ist nix. Optik. Kippen. Gibt nix. Okay. An alle Mitarbeiter und Besucher. Ein Gefahrenstoffzwischenfall wurde festgestellt. Da sind Kippen. Dies ist keine Übung.
Jawohl, Zombies und ein Hackebeil. Okay, das könnte interessant werden. Das passt ja dann doch ein bisschen zu Halloween, ne? So ein bisschen. Auftreten. Jemand zu Hause? Okay, hat was von Atomic Heart, die Statuen. Ja, wie die Zwillingsroboterinnen. Die Ladies. Keine Maske oder irgendwas. Zu, alles zu. Hüpf. Ich glaube, hier soll man keine Maske finden. Okay. Wo muss ich denn hin? Was muss ich denn tun? An alle Mitarbeiter und Besucher. Ein Gefahrenstoffzwischenfall wurde festgestellt. Okay. Grün, rot. Gehen wir erstmal hier gucken. Verschlossen. Okay. Dann mal eben gucken. Sag mal, warum ist hier denn zu? Ist doch gerade noch ein Zombie vorbeigelaufen. Ich glaube nicht, dass der da abgeschlossen hat. Aber hier gibt es auch nichts zu holen, nehme ich an. Nope. Okay. Plattenspieler, liebe Kinder, das ist ein Plattenspieler. Da kann man Schallplatten drauflegen, wie zum Beispiel Disco-Hits, und dann kommt da Musik raus. Verrückt, ich weiß. Und es gab auch mal Laserdisc. Die sahen aus wie CDs, waren auch so groß wie eine Schallplatte, nur waren da Filme drauf. In der damals höchstmöglichen Qualität. Was war das? 640x480? Im Vergleich zum Fernseher halt natürlich Wahnsinn. Technologie gespart. Aber heutzutage... An Sicherheitsdienst wenden. Alter! Geh weg! Weg! Was wollt ihr? Hackepeter! So. An wen soll ich mich wenden? Da klingelt ein Telefon. Ist für dich. Ah, danke. Sulzrote Rosen. Schön, dass wir uns wiedersehen. Case 1. Wie fühlst du dich? Wir weisen darauf hin, dass der Großteil der Einrichtung für Patienten gesperrt ist. Wir bitten um Verständnis. Willkommen zurück, Case. Okay. Biotechnologie gesperrt. Sicherheitsfreigabe 4 erforderlich. 4 Direktor Zugangskarte. Kaffee habe ich auch gerade getrunken. What? Einrichtungskarte. Benutze die Einrichtungskarte, um die Einrichtung zu erkunden und die 4 Direktor-Schlüsselkarten zu finden, die für den Aufzug zur Biotechnologie benötigt werden. Okay. Statische Materialien dürfen die Einrichtung nicht ohne Genehmigung verlassen. Zoomen geht nicht? Okay. Ja, dann müssen wir erstmal darüber. Advanced Combat Research. Ja, ma'am. Ins Gelbe. Ist da jetzt wenigstens offen? Jetzt ist offen. Wir dachten, wir würden diesen Ort nie wiedersehen. War das vielleicht in der Vergangenheit schon mal das Zombie-Gedöns? Wir haben einen, das ist die richtige Treppe. Ja, dachte ich mir. Okay, gehen wir mal hoch. Ort gefunden. Erweiterte Kampfforschung.
Yeah. Die Wiege kann uns nichts mehr anhaben. Wir sind etwas Besonderes. Etwas Besonderes seit unserem ersten Kontakt mit der Wiege. Vor 10 Jahren. Wie ist mir denn? Was ein creepy Raum. Kennt ihr den Film Armageddon? Bruce Willis und so? Michael Duncan? Da werden die doch, um für das Raumfahrtprogramm getestet zu werden, müssen die doch auch in so einen Raum, aber mit Stacheln anstatt mit so, Stücken. Und der Michael Duncan, ne, der Ochs, kriegt richtig Angst vor dem Raum hier. Fand ich eine coole Szene. Jede Zahl des Rätselhaften-Codewortes entspricht einem Buchstaben des Codes. Gib das richtige Wort oder die richtigen Wörter ein, um den Code zu knacken und auf das System zuzugreifen. Okay. Was? Okay. L? Nee, geht nicht. Warte mal. Cursor bewegen, Zeichen ändern. Okay. Also. L. I. Oh, sorry für das Geflacker, ne? Das ist, also ich kann da nichts für. F. T. Lift. Gibt's denn hier keinen Lift? So, Z. Dann U. G. Ah, wenn das mal nicht Zugang heißt. Verdammt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. R. Okay. Zugriff. Ich möchte gerne lösen. Guten Morgen. System cracked. Bei der erweiterten Kampfforschung. Wir möchten alle Mitarbeiter daran erinnern, dass im Testbereich zu jeder Zeit das allsehende Auge. Die Illuminaten sind überall. Oh. Geldlose Probleme mit dem Funker. Ist schon seit einer Weile still. Kommt her, ihr Pisser. Oh. Oh. Look at this. Okay. Kann ich noch mitnehmen? Oh, look at this. Hm? War das gleiche? Nee. Okay, kurz überlegen. Da lang. Ich höre Dinge. Dieser Scheiße war mit überall rum. Ich höre alles doch nicht zu sein. Glaubst du, das Zeug kann so schaut durch? Was ist das? Ist das ein Geschütz? Ja, Mann. Gehst du weg? Okay, cool. Schrotflinte. Auch ist mir fast lieber. Granate, 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 Granate. Oh, da haben wir noch so ein Teil. Okay. Was haben die vor? So, dann stelle ich das aber auch darüber. Gemeinsam den Ruhestand von Dr. Craig Tiffin zu feiern. Hey, danke.
für 22 Jahre herausragender Leistungen. Man könnte gerade meinen, hier geht's gleich rund. Springmine? War noch irgendwas drin? Nein. Hier. Okay, okay. Ausrüstung C4. Ich habe das Gefühl, hier geht's gleich ziemlich rund. Kann es sein? So, jetzt muss ich aber erstmal kurz hier auf Splittergranaten umsteigen. Die ich mit E werfe, naja. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass das Teil mich nicht abballert. Wie wär's, wenn ich das einfach mit rübernehme? Kann ich rennen damit? Nee. Oder sind hier auch noch welche? Kann man was? Was? Ich hab's noch, okay. Hier platzieren. Das andere auch mit. Und da will ich mal gucken. Hier hat er mir was angezeigt. Achso, nein, das ist nur zum Wegdingsen. Fahrstuhl nach oben. So nennt sich das. Na, was entdeckt? So. Dahin bitte. Okay. Bitte beschützen Sie mich. Die Kletterhakenplattformen sollen bei Nichtbenutzung abgeriegelt werden. Hm. Wir sind die erweiterte Kampfforschung geschafft hat, hat sich erfreut in hohen Positionen. Und die sind vermutlich mit einem der modernsten Werkzeuge durchgekommen. Im Skateboard kommt man da hoch. Was haben wir noch hier? Voll. Alter, was habt ihr vor, wenn ihr mir so viel Munition dahin legt? Kletterhaken. Oh. Sowas gibt's? Gib her. Oh. What the hell? Steh auf, Digga! Steh auf! Wow, wow. Ja, ich konnte mich nicht bewegen. Oh nee, wieder ganz von vorne. Okay, jetzt muss ich mir das aber mal ein bisschen überlegen hier, wie ich die taktisch besser hinstelle. Im Prinzip wäre es doch gar nicht verkehrt. Ich muss ja gucken, dass hier genug Platz ist, dass nichts im Weg steht. Ich könnte sie auch da drauf stellen. Nee, komme ich ja nicht dran. Guck, da ist die Puppe. Die hat die Karte. Okay, aber theoretisch, wenn ich eine hier ins Eck stelle und die andere auf der anderen Seite. Mal kurz gucken. Ja, ja, ja. Da wird schon ein ganz ordentlicher Bereich abgedeckt. Das könnte funktionieren. Zumindest auf der Seite. Hier muss ich mal eben gucken. Vielleicht hier. Aber da sind zu viele Flächen, wo sie dann Schutz haben. Hierhin, hm? Oder hierhin? Oder so? Kurz gucken. Ja. Und ja, oh, fantastisch. Beautiful. So. Okay, schauen wir mal.
schnell. Alter, Zug. Ja. War knapp. Schütztüren sind, glaube ich, ziemlich gut platziert. Ist er tot? Komm, runter. Okay, ich lass mich mal fallen. Wir haben die Schlüsselkarte dort gelassen. Ja, hier. Bitte. Ausgezeichnete Arbeit. Drei Schlüsselkarten. Okay, das war der erste Streich. Such einen anderen Weg. Bestimmt hier lang. Nee. Ah, hier ist eine Tür. Hallo? Hier rein? Okay. Da will ich rein. Da darf ich auch nicht rein. Ja, ist offen. Was haben wir hier? Ja, stimmt, Munition wäre eigentlich gar nicht verkehrt, ne? Es wird ja sicherlich nicht besser werden. Und wenn ich so einen Geschützturm mitnehmen kann, wäre ich auch ganz happy. Okay, Munition. Scheint alles da zu sein. Ne. Ja. Ja, warte. Granaten. Okay, einpacken. Oder geht's hier noch weiter? Nein. Vielleicht tatsächlich hier lang. Nein. Nicht ganz. Okay. Vielleicht kann ich da hoch. Mit dem Grappling Hook. Warte mal, stell mal dahin. Ja. Tadam. Mein Geschützturm. Okay. Das war nicht richtig. Hier vielleicht? Okay, okay. Ich ahne was. Geht's da auch höher? Jawohl. Tadam. Wir sind stärker und schneller als die anderen Caves. Dafür wurde die Wiege ursprünglich entwickelt. Die Wiege? Oh, Geld. Okay, das
war der erste Streich. Wow. Okay. Wo jetzt? Ah, jetzt ist alles offen. Okay, dann nehmen wir gleich. Was zeigt er da an? Kletterpunkt. Ja, ja. Okay. Dann grün. Grün, grün, grün ist alles, was ich habe. Oh, ein Telefon. Das Personal war von den Ergebnissen der Wiegestudie letzte Woche begeistert. Du übertriffst all unsere Erwartungen. Wir denken, du bist bereit für den nächsten Schritt. Der da wäre? Schön lieb sein zu mir. Hoppala. Okay, da geht's runter. Habe ich da Schritte gehört? Dem Direktor vor. Jetzt liegt es an uns. Vielleicht gibt er uns im Gegenzug seine Schlüsselkarte. Wir haben ihn erst Bericht. Sie waren alle mitschuldig. Na ihr. Stimmst du bei sowas sind immer die Geräusche? Die undefinierbaren Geräusche. Oh. Granatwerfer? Ich weiß es nicht. Warte. Tauschen. Keine Ahnung, wir schauen. Money. Noch ein Bericht. Was steht drin? Oh, guck mal da hinten, da kommen immer mehr. Das ist wie bei guckt jemand Doctor Who? Also nicht die alten Schwarz-Weiß, sondern ab 2005. Alter. Ich sag's gerade noch. Da gibt's eine Folge, nicht blinzeln heißt die. Alter, den müsst ihr euch reinziehen. Ihr scheißt euch in die Hose. Da geht es um so Engelsstatuen vom Friedhof. Ne, aus Marmor. Und sobald man wegguckt, bewegen die sich auf einen zu und wollen einen töten. Und das ist genau das. So, Achtung. Da, siehst du, die bewegen sich, sobald ich weggucke. Okay. Der Direktor will diese Berichte, Case. Das ist ja geil. Moin, Dominik. Na? Alles ein Buddha? Alter. Hier ist gerade Horror, creepy. Und so weiter. Da ist noch was. Ja, bei mir auch soweit. Bei mir auch soweit. Gibt ein paar gesundheitliche Einbußen, wie das halt ist im Alter, aber ansonsten. Ansonsten alles im Lot. Alter, hört auf, euch zu bewegen. Ich muss da gucken. Administration, die heimlichen Helden von Advanced Technologies and Applications. Wo, 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 wo. Ja, Freitag, Feiertag, mega geil. Ich kann auch echt eine Runde Schlaf gebrauchen, ne? Oh, das musst du platzieren. Bleibt weg. Zwei gefunden, zwei übrig. Oh,
einer. Hab ich den auch? Der Direktor hat diese Berichte, Case. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Boah, ich trau mich gar nicht wegzugucken. Das ist echt wie bei Doctor Who. Oh, Alter. Creepy as fuck. Oh. Bitch, Alter. Wir haben es verdient. Wow, Alter. Okay, mit dem Arsch an die Wand. Und dann Splittergranate. Okay. Da laufen noch mehr, ich höre sie. Okay, fehlt noch ein Bericht. Der Direktor will diese Berichte, Case. Was war das hier noch? Alles Geklapper, ne? Junge! Mach doch sowas nicht mit mir. Da, komm da. Okay, wo war ich jetzt noch nicht? Hier hatten wir eigentlich alles gefunden, ne? Hier lag ja einer. Oder nicht? Okay. Wo könnte noch einer sein? Den haben wir. Also anscheinend überall, wo eine Stehlampe ist. Also so eine Schreibtischlampe. Administration, Sie haben die Tafel for Advanced Technology Was? And Applications. Neben der Tafel. Im Nervenzentrum. Tafel? Finanzen, Ressourcenverwaltung. Das alles. Tafel. Ah, look at this. Das ist der letzte Bericht. Oh. Geht weg. Geht weg. Ich bin schneller. Das war's. Oh, ja. Ja, nein. Go. Go away. Ich wusste, dass man nicht dran ist. Er hat die Schlüsselkarte. Verdammt, ich bin schnell. Und wo ist er hin? Da ist er. Hört sich an wie ein Esel. Ah, ich verletze ihn gar nicht, ne? Hast du BO6 geholt oder spielst du über Game Pass? Über Game Pass. Ich gebe doch kein Geld aus für Spiele. Ah! Das ist wohl da grad. Zu holen für Zombies. Ja, viele holen sie wegen der Zombie-Schiene, ne? Also das scheint dir so ein kleiner Vorgeschmack zu sein. Eben in dem Raum, also es sind vier Räume, wo man Schlüsselkarten finden muss. Und im ersten Raum waren schon mal Zombies. Mit dem Hackeball, ne? Hast mit dem Hackeball gegen Zombies kämpfen müssen und dann hast du ein paar Waffen gekriegt. Aber mal ohne Scheiß, hol dir doch lieber den Game Pass. Kommst günstiger davon. Und dann kannst du das gemütlich zocken.
Ja, wie soll ich denn den? Scheiße. Was habe ich denn noch? Springmine. Platziert Sprengsatz, der bei Druck gezündet wird. Okay. Ja, eben, ne? Und wenn du über Kinguin kaufst, ne, mein Partner, ein Stück weiter hoch, dann sparst einen Haufen Geld. Also ich zahle ja zwischen 55 Cent und, ich glaube, das teuerste war jetzt 7 Euro. Das ist irgendwie saisonal bedingt, habe ich das Gefühl. Das lohnt sich dann schon, ne? Da ich mit dem eine Affiliate-Partnerschaft habe, kriege ich sogar einen kleinen Obolus. Was ist mit euch? Püppchens. Okay, wo ist er? Überblick kriegen. Da hinten. Alter, wie zum Geier sollen ich den erwischen? Hopp. Nee, hat auch nichts gebracht. V, abstechen. Komm. Ah, so. Von nahem. Was ist? Bleib stehen. Mach dich krank aus. Oh mein Gott. Schubst mich nicht. Weg. Weg, Leute. Boom. Jetzt aber. Oh. Gar nicht gut. Fuck. Bleibst du weg? Und Zombies. Oh, 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 oh. Ich hab einen Follower. Damn, boy. Haha, hier kriegst du mich nicht. Oh, danke schön, Smookalicious. Vielen Dank. Das allererste Mal, dass ich Bits kriege. Jetzt weiß ich auch, wie das Alert sich anhört. Dankeschön. Sehr aufmerksam. Tausend Bits. Sehr, sehr cool. Zwei fehlen noch. Okay. Nur wenige kennen die Ursprünge des Pantheon Case. Sie gehörten zur CIA. Selbst die anderen Geheimdivisionen kannten sie nicht. Dann haben wir die jetzt sie auch. Sie schufen die Liebe. Eine neue Generation von Agenten sollte daraus hervorgehen. Hui. Au. Weh gemacht. Na, was mit dir, Digga? Zombie. Zombie. Okay. Also die Waffe, die kann aber gar nichts, ne? Kommt ihn jetzt her? Ah, ich bin drin. Ist ja einfach.
So, Munition irgendwo zufällig. Passt sich dem Spieler an, ja. Anscheinend. Oh Gott, komme ich hier wieder raus? Klar. Okay. Dann gucken wir uns die Gegend mal an hier. Oh, nice. Also sie wird nicht mehr der Kopf der Bande werden. Tausend Bits. Also ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Weil wie gesagt, das erste Mal. Aber es klingt viel für mich und bin ich sehr dankbar. Trinken. Weiß gar nicht, war da jetzt ein visueller Alert? Keine Ahnung, ob ich einen eingerichtet habe. Wow. Wir werden es nie erfahren. Geil, ist es ein Batman-Emoji? Oh, cool. Ah, Batman. Moment, ich habe meine Lampe vergessen. Ah. Ha, ist die nicht geil? Mein Batman Logo Lampe. Bin ja ein riesen Batman Fan. Ja, ne? Es geht vielleicht ein bisschen unter auf dem kleinen Bild. Aber nice. Futz. Jemand hat was Wichtiges in der Tauchkugel vergessen, Case. Aha. Ich habe das Gefühl, dass ich da rein muss. Oh, da ist wieder so einer. Asi. Oh. Oh ne, muss den Knopf drücken. Eroe. Da ist sie. Hallo. Ich brauche Munition, Mann. Ich habe noch keine Munition gekriegt. Warum nicht? Das Wasser muss abgelassen werden. Ich kann doch tauchen. Das muss doch nicht sein. Ist auch keine Munition. Ja? Hallo? Okay. Ah. Na, das gibt einen Kampf. Oh, hier Muni. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Waffe ist, aber die ist nicht gut. Oh, ist das die gleiche, wo ich schon habe? XM4, ja. Deswegen steht auch ausgerüstet, ne? Wenn wir mal schlau sind. Geh ausrüsten. Und noch eine mitnehmen. Schrotflinte. Okay. Das ist die komische. Nehmen wir die Schrotflinte. Geladen ist sie. Okay. Kameras, ich könnte nochmal so einen Geschützturm gebrauchen. C9. Maschinenpistole. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Halt, ist hier ein Knopf? Nee.
Was haben wir hier noch? Noch mehr Muni? Brauchen wir im Moment nicht. Jekyll, PDW. Na ja, okay. Dann ist hier keine Konsole zum Öffnen, so wie das aussieht. Kann ich darüber jumpen? Also mal die Scheibe. Lady ist vergittert. Die ist vergittert. Okay, ich muss irgendwie... Da drüben ging es nicht runter, oder? Da hat da jemand drauf geachtet, zufällig. So eine Taschenlampe wäre ja auch Luxus, ne? Warum habe ich keine Taschenlampe? Oh, und Granaten ausrüsten. Ist vielleicht besser. Nö, hier ist nichts. Muss ich da tauchen? Könnte sein, ne? Wow. Schnell. Okay. Wir kommen der Sache schon näher. Wieso habe ich jetzt Aua? Wer hat mir Aua gemacht? Boom. Alte 4 für Taschenlampe, genau, genau. Ich finde das so der Hammer, dass Leute darauf reinfallen, ne? Da gibt's so viele Clips, das ist unglaublich. Ablassschalter gesperrt. Gesperrt. Ein schwebender Zombie. Ah, oha, oha. Ist das Blut? Ne. Komm raus. Früher oder später töte ich dich eh. Erstmal den Schalter, aber ist bestimmt auch gesperrt. Ablassschalter gesperrt. Jupp. Dann entsperren. Pump. Ablassschalter 1, 2 und 3 entsperren. Überbrückung eingeleitet. Noch 25 Sekunden. Oh. Ja, und hier ist zu, ne? Ja, damn. Wie war das mit dem Schwarzlicht? Rechte Maustaste. Oh Gott, Alter, so schnell. 2, 3, 4, 7. 5, 4, 7. 4, 3, 2, 1. Okay, 4 und 7 ist richtig, 3 muss woanders hin. Also, 3. Mach ich ja nicht. Sieben, vier, sieben. Bin ich geil? Oder bin ich geil? So, okay. Tür ist offen, dann können wir die Sequenz nochmal starten. Jetzt wissen wir ja, wo alle drei sind. Gib dich nicht auf, lern hacken, genau. Ablassschalter 1, 2 und 3 entfernt. Nach 25 Sekunden. Oh. Erfolgreich. Ablassen aktiviert. So. Erinnerst du dich an die Tests in der Tauchkugel? Nein. Nach der Behandlung mit der Wiege versuchten sie uns zu perfekten Soldaten zu formen. Mhm. Sie wollten die Mauern in unseren Köpfen und Körpern einreißen. Die Mauer, ne?
muss weg. Alter. Alter, macht der einen Terz. Okay. Pass auf, jetzt bin ich... Ah, ich hab nur noch eine. Na, egal. Wenn der dann nämlich angerannt kommt, laufe ich rückwärts und lege einfach eine Mine hin. Dann haben wir den ersten Schlag schon mal weg. Oh oh. So viele Augen. Bitte sofort den Tropfenbüppel verlassen. Oder? Wo ist er? Falscher Knopf, verdammt, schnell! Ich sollte in Deckung gehen. Ich weiß. Ich gehe da rein. Und wieder raus. So, komm her, du. Du Spalle. Halt. Granate. Wenig Munition. Wie sagst du das? Okay, hier lag schon überall so viel. Da. Schnell. Schnell. Das war der letzte Schuss. Da habe ich auch noch mal Glück gehabt hier. So. Schlüsselkarte Nummer 3. Das Wegeprojekt ließ uns im Stich, Case. Wir
waren außer Kontrolle, gewalttätig, wahnsinnig. In unserer Wut haben wir diese Einrichtung... Ja, das zu, ne? ...haben sie mit dem Gift verseucht, das auch in unseren Adern... Oh, erstmal hier looten. Weißt du noch? Ah, da ging's raus, ne? Okay. Money? Goblin. Ne, ich bleib mal bei der Schrotflinte. Okay. Was haben wir denn noch hier rumliegen? Noch mehr davon? Haben wir keinen Platz? Sonst nichts. Da. Warum ist mit dem Arm eingeschlafen? Was ist denn hier los? Ich werde alt. Okay. Jo, dann haben wir es ja erstmal. Wir hüpfen. Wow, wow, wow. Sind wir hier bei Outcast? Oh, diesmal verschwinden wir nicht von alleine. Wow, Leute. Komm hier, werde ich. Alter, was ist denn hier los? Das ist fies. Nee, du nee. Alter, ist nicht euer Ernst. Muss ich jetzt schon wieder den ganzen Scheiß einsammeln? Das Wegeprojekt ist uns im Stich, Case. Wir waren außer Kontrolle, gewalttätig, wahnsinnig. In unserer Wut haben wir diese Einrichtung sabotiert. Haben sie mit dem Gift verseucht, das auch in unseren Adern fließt. Weißt du? Weißt du? Okay, nun ist nochmal das Maschinengewehr da hinten. Das leichte Maschinengewehr. Okay. Dann versuche ich die doch mal mit dem leichten Maschinengewehr wegzuballern hier. Die plötzlich auferstandenen Rollstuhlfahrer. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, cool. Tadam. Wir sind nicht allein. Ich fürchte es. Wir verlegen dich auf die 24-Stunden-Überwachung. Wir werden dich gelegentlich fesseln müssen. Das tut mir aufrichtig leid. Nur bis wir die jüngsten Verhaltensänderungen verstehen. Sicherheit hat höchste Priorität. Immer. Safety first. War alles durchgeladen, ja. Hier ist zu, natürlich.
Ich will jetzt trotzdem erstmal hier gucken. Auch wenn wir wahrscheinlich rechts lang müssen. Ah ja. Das ist nur einführen. Da geht's raus in die Lobby. Okay. Dann müssen wir erstmal die vierte Schlüsselkarte holen. Die sich nach Adam Riese hier befindet. Okay. Gegenstände, die explodieren. Oh, das sieht aber nicht gut aus hier, ne? Spüren auf, Case. Er hat die Schlüsselkarte. Hä? Complete. Was ist das? Blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Was macht ihr hier? Modellbau oder was? Oh nein. Oh, Washington. Ich ahne, dass ich gleich Miniatur werde und da rumjumpen muss. Gab's das nicht schon mal? Das klang nicht gut. Ich meine, sowas gab's schon mal in einem Call of Duty. Gleich kommt Alma aus 4. Boah, war das geile Spiel, oder? Alter. Oh, Schlüsselkarte. Wäre auch zu schön gewesen. Heavy Metal. Schnell, schnell! Warum geht der Haken nicht? Komm raus! Alles gut im Sieg, so gehört sich das beim Kämpfen. Nehmen wir mal die schweren Geschütze hier. Udo Lohmeier, komm raus. Ja, an euch verschwende ich die gute Knarre nicht. Jo. Scheiß machst du. Stinker-Case. Tust du nicht. Du auch nicht. Du vielleicht. Poltergeist oder was? Warte. Ich lade doch noch nach. Warte. Das gleich sterben. Toll, Motherfucker. Toll. Oh nee, schade. Das wäre es gewesen, wenn das geklappt hätte. Am Stuhl festgehangen. Er versteckt sich wieder. Oh, oh, Granaten. Beautiful.
Okay, da ist noch mehr Muni. Gut zu wissen. Irgendwo noch mehr Panzerung zufällig. Da ist noch mehr Muni. Alter, kann ja gar nicht schief gehen. So. Da hinten war ja noch Muni. So. Fahnenflüchtiger. Komm raus. Oh. Kratz mich, beiß mich, gib mir Tiernamen. Schnell, schnell, schnell. Alter. Boah, ich weiß auch nicht. Der Haken ist ziemlich doof. Moment. Bin noch nicht so weit. So. Jetzt steht er wieder da oben, ne? Und sagt nichts. Und mehr Granaten waren da nicht irgendwo, ne? Okay, ich muss mir das gut überlegen, dass ich da rückwärts wieder wegkomme. Und. Ich könnte ja einfach mal hier und dann vorbeirennen. Da kommt er jetzt? Nee. Komm da, komm da. Hä? Ich höre dich doch rufen. Komm doch raus, du Feigling. Du weißt, dass eine letzte Stunde geschlagen hat, oder? Oh, oh. Oh, oh. Tadam. So. Tust du nicht. Alter, in your face, Motherfucker. So. Das sind alle Schlüsselkarten. Ja, siehst du mal. Sie versuchten, die Wiege zu perfektionieren, aber die Nebenwirkungen konnten nicht gestoppt werden. Ja, erstmal Muni auffüllen hier. Wir waren der erste und der letzte Proband. Also haben die Schöpfer sie zu einer biologischen Waffe umfunktioniert. Voll und voll. Okay. Dann gucken wir mal, was in der Lobby jetzt abgeht. Jetzt, wo ich die Karten da einführen muss. Können wir ja schön die Abkürzung nehmen. Miau. Ich sehe keine Beweise für die Experimente am Menschen, die Adler erwähnt hat. Ich auch nicht. Vielleicht fanden sie unten statt. Also ich habe sie eindeutig erkannt. Warum ist hier keiner mehr? Oh, ich verletze mich doch, wenn ich da runtergehe, ne? Was liegt denn da? Ich lasse runterjump. Bin ich tot? Achso, ich kann hier. Ah, die habe ich ja schon. Die ist gut. So. Einführen. Direktorzugangskarte akzeptiert. Zwei führen. Direktorzugangskarte akzeptiert. Drei führen. Bitte die Einrichtung. Direktorzugangskarte akzeptiert. Wir danken für die Sieg. Und vier führen. Direktorzugangskarte akzeptiert. Juhu! Oh, hier. Beautiful.
Was sind wir denn jetzt her? Lass mich, lass mich! Nein, falsche Knarre. Wir geben uns für die schweren Gegner auf. Okay. Jetzt nachladen hier, dass wir nochmal auffüllen können. So eine AK-47 habe ich hier auch rumliegen. Okay. Aufgefüllt. Bam. Drin? Ja, habe ich. Biotechnology. Ich weiß nicht, ob ich das freuen soll. Oder nicht. Oh, oh. Die Lobby füllt sich. Hat einer geschwebt. Was ist hier los? Telefon klingelt. Proband hebt ab. Denk an deine Ausbildung, Case 1. Du darfst nie über das Wiegel-Programm sprechen. Oder die Pantheon-Division. Niemals. Die Konsequenzen wären unvorhersehbar. Pantheon-Programm? War ich auch Teil des Pantheon-Programms? Ich habe das Gefühl, jetzt wird's unrealistisch. Sich eine coole Map für so Deathmatch oder so, ne? So ein One-on-One oder mehr. Weiß nur nicht, ob das jetzt so hier gut ist. Ah, da kommt Besuch. Wo bist du? Sag mir, wo bist du? Ah. Mein Freund, da ist er. Gewesen? Ne, da ist er. Komm hoch. Nein. Oh,
Alles leer. Was denn? Trace! Ich bin's! Marshall! Bin ich irritiert, wie schnell sich das von Desert Storm zu dem entwickelt hat? Ja, ne? Alles wird gut. Ich hab auch schon gedacht, was ist hier denn los? Was immer das für ein Trip war, hab gerne verzichtet. Was dir Zeit. Ein Wunder, dass du es hier hochgeschafft hast. Case, wir haben da was. Sieh es dir an. Jemand hat eine große Menge von was immer das hier ist, genommen. Letzten Sommer, wie es aussieht. Ja, ja. Saddam Hussein, ne? Das Pantheon. Die größte Lüge. Was ist das? Ein Halluzinogen? Scheint so. Case, du warst bereit, uns beide in Stücke zu halten. Halluzinogen kann ich bestätigen. Ich hab's noch nie in deinen Augen gesehen. Hoffentlich auch nie wieder. Ich zieh weg von hier. Junge. Psychospiele. Schließe Entstehung in der Kampagne auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab. Ja, hab ich. Hey! Seht euch das an. Kein Popcorn? Ich mein's ernst. Meine Aufmerksamkeit hast du. Jetzt ist mir aber auch warm, ne? Muss ich mal so gestehen. War schon anstrengend. Ist das die Disk? Allerdings. Nein, 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 nein. Wichtig ist das. Ja, genau so. Bereit, Dr. Guse? Bringt sie rein. Da, friss. Testsubjekt 18 wurde mit der Wiege infiziert. Sie ist jetzt in der Nähe des Kontrollsubjekts. Die Übertragung sollte jeden Moment eintreten. Wiege nennen die das. Wiege des Grauens. Cradle of Filth. Eine biologische Waffe. Das wussten wir schon. Schaut weiter. Eat this. Ist der Verlauf jetzt schneller? Schneller, ja. Und noch aggressiver, wie gewünscht. Oh. Wunderbar. Ist das nicht unsere Kollegin? Ja, genau, Harold. Ist das nicht deine Freundin? Harrow? Sag ich doch. Und Michel aus Lönneberger. Offenbar schon. Sind das Dudel, da ist aber noch mehr. Sag das doch! Der Michel war bekannt. Damn, boy.